Hallo Leute, ich bin Christina. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal meine Oberlidstraffung dokumentieren, weil ich selbst sehr lange gezweifelt habe, das machen zu lassen und mir auch extrem viele Videos angesehen habe und irgendwie war keins so, dass ich sage, okay, da war genug Info dabei. Ich wollte euch jetzt einfach zeigen, wie das direkt am Tag der Operation aussieht. Also das ist vor circa 5 Stunden gemacht worden. Ich habe jetzt gerade mal gut 2 Stunden geschlafen. Ich muss auch dazu sagen, bei mir wurde relativ wenig Haut, wenig Gewebe weggenommen, eigentlich gar kein Gewebe weggenommen, sondern nur Hautüberschuss. Und rechts, also von euch aus gesehen, allerdings jetzt links natürlich, weniger als links, was bei euch jetzt rechts ist. Die OP war relativ rasch vorbei, keine Schmerzen, auch die Spritze, ein kleiner Piekser, also das war alles ganz unspektakulär. Kurz nach dem Aufstehen war mir doch etwas schwummrig und vor allem zittern die Augen so. Die Augen werden ja betäubt und man hat sie nicht so unter Kontrolle dadurch und dadurch kommt es einem vor, als ob die so flackern und zucken und das war irgendwie sehr unangenehm. Aber es pendelt sich dann auch relativ rasch ein. Ich wurde dann abgeholt von meinem Mann und aus dem Krankenhaus, bin dann auch schon schnurstracks allein den Weg runter. Und im Auto kamen dann allerdings schon bereits Schmerzen, also ein ganz, ganz starkes Brennen und die Augen haben getränt. Ich konnte auch kurz nach der OP die Augen nicht schließen, das geht jetzt schon hervorragend. Also ich kann sie jetzt schließen, das ging wie gesagt nach der OP nicht. Dadurch ist das Auge total ausgetrocknet, hat es sich angefühlt und wahrscheinlich sind dadurch auch die Tränen dann entstanden. Und da, wo der Schnitt gesetzt war, hatte ich doch einen ziemlichen Schmerz und ein Brennen auch. Und das hielt dann auch jetzt zu Hause dann noch fast 1,5 Stunden, 2 vielleicht an. Und um die Mittagszeit wurde es dann besser und dann war es eigentlich ganz vorbei. Ich habe bis jetzt extrem viel gekühlt und bin sehr aufrecht gelegen. Und Entschuldige, ich habe gerade was gegessen. Jetzt nach 6, 7 Stunden das erste Teil. Und ich muss sagen, das ist jetzt natürlich, die Strips sind jetzt so blutunterlaufen, da kommt auch immer wieder ein Tröpfchen raus, aber nicht tragisch, worüber ich sehr froh bin. Also das Lid selbst ist zwar hier ein bisschen rot und auch das ist zwar verklebt und man sieht es nicht gut, aber ich denke, also das ist jetzt nicht so geschwollen, eigentlich fast gar nicht. Die Ärztin hat mir dann noch geraten, immer hier schön zu massieren, hier sind so Lymphpunkte, damit das gut abfließt und ich mache jetzt vielleicht noch mal eine nähere Aufnahme. Also es sieht eigentlich nur durch die schmutzigen Strips so hässlich aus, ja, weil natürlich das Blut sich da in den Strips, eigentlich nur das bisschen Blut, ja, in den Strips ablagert. So, ein bisschen von weiter weg. So, das ist Day One, Post-OP. Und morgen früh kann ich die Strips schon runtergeben und dann melde ich mich wieder und ich bin schon echt gespannt, wie das tatsächlich aussieht. Also dann, ihr braucht keine Angst haben. Also weder große Schmerzen noch große Sache. Ciao, eure Christina.